Da wir schon ersatzgeschwächt in die Partie gegen Potsdam gestartet sind und auf drei Leistungsträger verzichten mussten, wussten wir schon von vornherein, dass es ein schweres Spiel wird. Und ja, wir haben es nicht geschafft, den Potsdamern unser Spiel aufzudrängen. Potsdam war die konsequentere Mannschaft im Abschluss, haben hinten die Räume enger gemacht und daher ist auch die Niederlage vertretbar. Was jedoch nicht sein darf, waren die unzähligen Konter von Potsdam, was eigentlich unsere Stärken sind und wir diese in den nächsten Partien wieder ins Wasser bringen möchten. Ja, unzufrieden mit unserer derzeitigen Tabellensituation sind wir natürlich. Wir haben zu viele Punkte in der Hinrunde verschenkt und freuen uns auch deshalb umso mehr auf die Rückrunde und hoffen dann auch, dass wir noch ein paar Tabellenplätze hochklettern und den ein oder anderen Punkt noch mitnehmen. Mit Blick auf die Partie kommenden Samstag in Duisburg muss man sagen, dass die Duisburger im letzten Pokalspiel und auch Ligaspiel gegen Waspo Hannover überzeugende Leistung gezeigt hat. Und es auch für uns kein einfaches Spiel wird. Es wird ein sehr schweres Spiel. Aber in der kommenden Partie ist es natürlich unser Ziel, dass wir wieder vier Viertel konstant und konsequent durchspielen und auch hoffentlich Duisburg ein bisschen ärgern können und auch unser Spiel ein wenig anders gestalten als in der letzten Partie. Da es jetzt meine zweite Bundesliga-Saison ist, möchte ich jetzt auch endlich mein erstes Bundesliga-Tor schießen. Und auch so möchte ich für die Mannschaft eine klare Verstärkung im Wasser sein und hoffe, dass ich auch in dem einen oder anderen Spiel noch den Jungs im Wasser weiterhelfen kann. Nach der Partie gegen Duisburg haben wir das nächste Wochenende frei. Und dann fängt auch schon wieder die Spielvorbereitung auf das nächste Spiel gegen Bayer Uerdingen am 25. Februar statt. Und wir hoffen, dass wir da endlich unseren ersten Auswärtssieg mitnehmen können.